Servus, einen wunderschönen Tag. Ich grüße euch recht herzlich zu Bulle um Bär Livestream. Ja, die Woche hat es in sich gehabt, auch schon in der letzten Woche. Wir waren ja auf der Invest am Wochenende, Christian. Da haben wir ja mit zahlreichen Kunden, aber auch Interessenten und Livestream-Zuhörern, danke auch, mit euch gesprochen, auch mal diskutiert, was hier am Markt geht. Und am Wochenende kam ja dann auch noch am Sonntag die Nachricht, die UBS übernimmt die Credit Suisse. Ja, übernehmen kann man das nennen, Christian. Man kann es aber auch Zwangsehe oder Zwangsheirat nennen, um uns ja weltweit vielleicht vor weiteren Krisen zu oder vor weiteren Erschütterungen im Bankensektor zu bewahren. Gott bewahre, das ist jetzt erstmal auch gelungen. Denn wenn wir uns die Märkte mal anschauen, sehen wir zunächst einmal, dass die Aktienmärkte durchaus sich erholen. Der DAX hat die 14.800 Punkte, erinnert euch, habe ich immer wieder gesagt, Christian, auch sehr wichtige Support-Ebene. Die wurde jetzt gerettet bzw. wieder gehalten, wurde übernommen. Der DAX ist heute schon 2,14% im Plus nach IG, rund 317 Punkte an einem Tag. Das ist schon eine Hausnummer, sehen aber genau an diesem Punkt oder diese 14,8 hält, und das ist ein gutes Zeichen vorerst für die Bullen, denn der übergeordnete Abwärtstrend, den wir aus dem letzten Jahr mitgebracht haben, bleibt damit erstmal im Ruhemodus, solange wir hier die 14,8 halten. Morgen steht dann auch noch die Fed an, die durchaus hier nochmal Volatilität mit reinbringen will, kann. Apropos Volatilität, bei IG hatten wir jetzt die Möglichkeit, auch den VIX als Knockout-Zertifikat zu handeln. Interessant, es gibt sehr viele Volatilitätsstrategien. Den VIX kann man auch durchaus auch als ein Absicherungstool oder Absicherungsprodukt nutzen für seine Ideen. Deswegen, da werden wir auch immer wieder drauf schauen. Wir sehen, der Vola-Index gibt heute 3,71% ab. Ja klar, negative Korrelation von der Christian auch immer spricht, bedeutet, die Aktienmärkte ziehen hier dementsprechend an. Wenn das Angstbarometer fällt, ist das gleichzeitig auch eine Euphorie an den Aktienmärkten bzw. ein bullisches Momentum. Das sieht gut aus vorerst. Schauen wir aber auch nochmal auf Kryptowährungen, Christian. Ich habe es ja immer wieder gesagt, 28.000 US-Dollar Marke, da will ich hin. Da müssen wir erst überhaupt hin, um wieder überhaupt von Entfaltungsmöglichkeiten im Bitcoin zu sprechen. Nun ja, und jetzt sind wir da. Und wir sehen es hier auch im Wochenchart, damit könnte durchaus vorerst, wenn wir es nachhaltig schaffen, auch weiteres Momentum kommen. Der RSI, ihr wisst, ich schaue immer auf die Grenzschwelle 48,5, die haben wir jetzt mal, schaut mal wie lange, Juni 22 sind wir da runtergehopst. Von dort an kamen wir hier nicht annähernd mal über die 48,5er Marke, und jetzt scheint diese leicht überwunden zu werden, bedeutet auch, dass hier durchaus noch ein weiteres Momentum kommt. Für mich nächstes Kursziel, hatte ich auch im Börsenbrief gestern gezeigt, 32.000 US-Dollar, wenn, wie gesagt, die 28.000 US-Dollar weiter steigt. Jetzt kann man sagen, hier das Bankenbeben bringt Skepsis in die Märkte und dementsprechend wandert auch Geld in die Bitcoin. Kann man sehr schön so als Story mal nennen, aber wir wissen, an den Kryptowährungsmärkten wissen wir, dass wir gar nichts wissen, nämlich die können nicht so einfach analysieren wie an den Märkten, wie Christian und ich immer sagen, wohin fließt das Geld? Das kann man nicht so einfach in Bitcoin nachvollziehen, muss man ehrlich sagen. Deswegen sage ich immer, ist die Chartanalyse das probateste Mittel meines Erachtens an den Kryptowährungsmärkten. Und die Chartanalyse, technische Analyse, ist auch ein sehr interessantes, für mich auch erfolgreiches Mittel bis dato gewesen, um Kryptowährungsmärkte überhaupt zu handeln. Deswegen schauen wir da drauf. Ether heute 3,3% im Plus. Auch das Momentum da Richtung 2000 US-Dollar. Da muss ich die 1900 US-Dollar sehen, ehe es weitergeht. Mal kurz auf den Goldpreis geguckt. Der hält sich über 1900, ist gut. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir, wurde ich auch immer wieder gefragt, auch in Interviews, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir das in diesem Jahr nochmal an das Allzeithoch herankommen. Muss nicht bedeuten, dass wir es übernehmen, aber das Momentum sieht gut aus. Der Ölpreis zieht hier wieder an, nachdem wir das 9-Monatstief jetzt erreicht hatten in der letzten Woche. Hier eine schöne, jetzt im Wochenchart sehen wir hier was sehr Schönes, ein Rechteck, was hier gerade nach unten hin ausgebrochen ist. Es könnte eigentlich ein Anzeichen dafür sein, dass es eigentlich die Reise weiter nach unten geht. Schauen wir mal, wie das sich hier weiter etabliert. Wenn wir nachhaltig unter der 71 US-Dollar-Marke bleiben, dann ist das durchaus
eine Möglichkeit. Wir bieten auch ein neues Anleihen im Rohstoffsektor an, sieht an, auch im Demokonto Erdgas, ja, ist jetzt auch bei IG handelbar, geht jetzt in den letzten Wochen auch kräftig nach unten. Auch einer der größten Verlierer seit Jahresbeginn eigentlich. Gott sei Dank. Ja, muss man dann sagen, als Häuslebesitzer, Gott sei Dank. Wenn man nicht mit Heizöl schon ja, Energie mit sich nimmt, man sollte diversifizieren, aber gut, das ist ein anderes Thema. Mal schnell auf die Währungsmärkte geschaut. Der Euro-Dollar zieht ein bisschen an, der Dollar gibt aber trotzdem nicht ab, denn hier gegen den US-Dollar, japanischen Yen, hatte ich ja auch interessante Ideen schon vorgestellt. Kursziel wurde schon erreicht, kann man das hier sehen? Ah, ja, Kursziel war meins bei 136, haben wir erreicht. Seither ging es erstmal nach unten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das hier noch nicht vorbei ist, dass wir hier eher ja, nach diesem Anstieg bis zu meinem Kursziel jetzt nur Korrektur machen. Bloß nicht das Tief unter 127 durchbrechen. Wenn wir hier in diesem Bereich jetzt konsolidieren, kann hier eine neue Impulswelle kommen, die den Markt oder die den US-Dollar hier weiter nach oben zieht und den japanischen Yen weiter in seine Abwertung reinbringt. Aber gut, das erstmal dazu. Wir wollen aber heute mal schauen, Bankensektor hat eine kräftige Erholung. Ist jetzt alles vorbei? Sind wir wieder in einem guten Bereich? Lohnt es sich jetzt eigentlich, die Banken rauszusuchen? Ich habe es ja letztens, wurde ich auch zitiert in der letzten Woche, wenn eine Bank hustet, dann wird auf alle draufgehauen. So hat sich das auch angefühlt für mich, deswegen habe ich das auch nochmal so gesagt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn nach dem Draufhauen, wer bleibt übrig und wer wurde zu Unrecht eigentlich, auf wen wurde zu Unrecht gekloppt? Die könnten jetzt durchaus interessant sein. Die Deutsche Bank hat sich jetzt auch hier leicht erholt. Gestern habe ich so einen interessanten Tweet bei Twitter gelesen, dass die Deutsche Bank Aktie gestern mal zeitweise weniger wert war als ein Big Mac Menü. Das hat sich aber jetzt wieder erübrigt, Christian. Wir sind hier bei 9,82 Euro aktuell und sehen hier eine leichte V-förmige Erholung, die wir hier aktuell sehen. Wir haben das Gap noch bei 10,96, wenn wir das wieder zurückholen. Kann ich gleich mal dann meine Charts mal zeigen. Ja, natürlich, wie Salah schon gesagt hat, gerade jetzt natürlich die Bankwerte in der Erholung. Was man jetzt schon ohne Linien sieht, ist natürlich das Abwärtsgap, was am 10. März gerissen wurde. Ja, das war auch jetzt, wo es richtig anfing mit Credit Suisse und die Folgen SVB, Silicon Valley Bank. Also letztendlich mal vorweg, bevor man sich die Charts anschaut, das würde ich mal sagen, das sind die potenzielle Ziele. Ja, das heißt, wir werden uns jetzt vielleicht gleich anschauen, war es das jetzt mit der Bankenkrise? Ist das jetzt oder sind das jetzt im Grunde Einstiegskurse? Aber Fakt ist, wir sehen überall Erholungen und gerade dieses Abwärtsgap, was am 10. März gerissen wurde, das stellt eigentlich bei den meisten europäischen Bankaktien das Erholungspotenzial dar. Ich schalte mal eben hier die Anzeige HLOC-Daten mal raus, weil dann seht ihr hier immer, wenn ich über die Kurse gehe, nochmal die Hochtiefpunkte, was natürlich sehr interessant ist, stört mich aber gerade, wenn ich mit euch hier über die Charts gehe. Und wir sehen ja, dass die SG, surprise, surprise, an einer sehr wichtigen charttechnischen Marke Halt gefunden hat. Das ist ungefähr 20 Euro. Und das schon seit über ein Jahr haben wir jetzt hier schon viermal diese Zone erreicht. Man kann hier wirklich praktisch sagen, Christian, guck mal hier, März 22, die 20 Euro erreicht, nach oben praktisch fast quartalsweise. Dann ging es hier im Juli nochmal an die 20 Euro, hat nochmal gehalten. Dann ging es sogar hier September, ja Anfang Oktober nochmal Q3 letzten Jahres nochmal hier dran. Ehe wir jetzt hier nochmal dran gekommen sind, hat auch gehalten. Also auch so seht ihr, die 20 Euro hält, ist nicht nach unten hin durchbrochen. Zeigt auch, dass wir hier jetzt Stabilisierung fundamentaler, aber auch charttechnischer Natur sehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, die Zinserwartungen morgen, sehen wir mal, was die Fed macht, eher vielleicht auf die Bremse drückt. Aber da ist noch durchaus Potenzial und wir sind schon auf einem hohen Niveau. Das heißt, die Zinsen, die Banken, bei denen fließt natürlich jetzt auch dann mehr Geld rein mit erhöhten Zinsen. Also die fundamentale Lage ist eigentlich vorerst gut, abgesehen von diesem Krisenszenario, was wir gerade an den Märkten gesehen haben.
Ich habe noch ein paar andere Banken, die ING, aber ich glaube, Christian, ich will dem jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ich würde, glaube ich, mal das Wort an dich geben und dann werde ich hier einfach nur eine Nebenrolle bei den Märkten noch spielen. Wir wechseln mal die Position. Genau. Ich muss mich jetzt mal hier bei meinem Demokonto einloggen. Und ich stelle dir vielleicht mal nebenbei eine Frage. Ich habe heute bei Twitter gelesen. Kann ich das jetzt mal abmelden? Ja. So. Und mal deinen... Moment, da schreibst du noch. Alles klar? Ja. So. Ein Momentchen. Wir müssen das leider Gottes so ein bisschen parallel machen. Kannst du auch direkt mal speichern für die nächsten Jahre, dann geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Ich habe heute bei Twitter gelesen, oder zwei Worte haben heute sehr getrendet bei Twitter, und das war A, Panikmache, und B, die Deutsche Bank. Gute Kombination, denn die Deutsche Bank hat heute kräftig nochmal angezogen. Jetzt vor diesem Hintergrund, war das reine Panikmache, was wir jetzt im Bankensektor gesehen haben? Oder sagst du, nee, Panikmache nicht unbedingt? Da steckt da auch schon ein bisschen Wahrheit drin. Naja, ich sag immer so, wo Rauch ist, da schwelt irgendwas. Also sicherlich klar, jetzt, wie Sarah schon gesagt hat, durch die Rettung Credit Suisse, durch die größere UBS, das war keine Wunschheirat, ich will jetzt nicht sagen Zwangsheirat, ja doch im Grunde schon, also die Schweizer Regierung hat es letztendlich so angeordnet, aber das hat schon gereicht, um die Banken wieder in höhere Kursregionen zu schicken. Ich würde schon sagen, dass da was dran war. Ich glaube, ohne die Vorkehrungen, die wir nach der Finanzmarktkrise 2008 gelernt haben, 2007 Lehman Brothers, Hypotheken, Darlehen, die uns um die Ohren geflogen sind, da haben die Notenbanken weltweit doch daraus gelernt und auch Pläne und Szenarien entwickelt. Aber letztendlich, ein Flächenbrand konnte erstmal verhindert werden. Ob das jetzt alles war, bleibt erstmal natürlich abzuwarten. Also eine Spur vernünftiger Pessimismus, glaube ich, ist weiterhin angebracht. Kommen wir jetzt aber ganz kurz zu, wenigstens, Salah hat ja schon die Société Générale gezeigt, sehr schöne Charttechnik. Was natürlich jetzt hier letztendlich auffällt, und gerade jetzt hier auch bei der Deutschen Bank, ist, dass gerade die Charttechnik jetzt in den letzten Tagen bei den Bankwerten, nicht nur beim Bitcoin, sondern bei den Bankwerten, sehr gut funktioniert hat. Diese grüne Kanäle, diese Preisspannen, das sind ehemalige Kurslücken, die geschlossen wurden. Und wenn eine solche Kurslücke, so ein Abwärtsgap geschlossen wurde, fungiert das dann als Unterstützung. Und hier im Grunde im letzten Moment hat hier wirklich die Deutsche Bank die allerletzten Unterstützungen verteidigt, weil ansonsten wäre das ziemlich ins Auge gegangen. Aber auch hier sieht man, hier muss man natürlich differenzieren, welche Aktien, Bankaktien soll ich denn jetzt kaufen? Wenn ihr der Meinung seid, Bankenkrise, das kommt nicht, das war, wie Salle schon gesagt hat, vielleicht ein bisschen auch Panikmache, vielleicht aber auch in Anbetracht von 2008 durchaus begründet, aber es geht weiter aufwärts. Da muss man natürlich insofern ein bisschen differenzieren, welche Aktien haben welche Unterstützung verteidigt, beziehungsweise gibt es überhaupt noch Aktien, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt liegen. Deutsche Bank ist es nicht. Hier aber würde ich trotzdem sagen, dass im Rahmen einer kräftigen Erholung, wir sind jetzt so bei 9,81, hier kann es durchaus bis zu der Unterseite des am 10. März gerissenen Gaps, Abwärtsgaps gehen kann, und das liegt hier bei 10,87. Also für diejenigen, die sagen, okay, ich setze auf eine Erholung, aber was ist, wenn die Erholung jetzt plötzlich wie ein Kartenhaus zusammenbricht? Ja, also es wäre jetzt auch zuletzt nicht das erste Mal. Dann gilt natürlich hier das Reaktionstief, was wir zuletzt gesehen haben, nämlich hier vom 20., nämlich bei 8,31. Da würde ich beispielsweise meinen Stop platzieren. Ansonsten natürlich besteht die Gefahr, dass es hier weitergeht. Und hier hat ihr schon in einem Kommentar mal geschrieben, also 7,25, das wäre natürlich äußerst ungünstig, wenn die Deutsche Bank Aktie diesen Wert erreicht, ohne jetzt natürlich alle Bankwerte jetzt durch
zu besprechen, komme ich natürlich auch zum neuen DAX-Mitglied, Familienmitglied, nämlich der Commerzbank. Und hier sieht man sehr schön, und darum jetzt hier natürlich die Frage, Commerzbank oder Deutsche, was soll ich mir ins Depot legen? Ich bin ganz ehrlich, dann würde ich mir lieber die Commerzbank ins Depot legen, weil wir nämlich hier, also erstens, alle Banken haben am 10. März ein Abwärtsgap gebildet, also sind richtig unter die Räder gekommen. Zweitens, fast alle europäische Bankaktien hatten am 20. März ein Reaktionstief erreicht. Seitdem steigen wir. Und vor allem die Commerzbank hat an diesem Tag den 200-Tage-Durchschnitt verteidigt. So, das heißt, hier haben wir zwar keine großartige Lücke gerissen, die Lücke fiel relativ klein aus und war jetzt hier auch eher so auch am 10. März natürlich, aber letztendlich hier eine Erholung bis 11,57 kann die Commerzbank locker stemmen. So, wir hatten also die Société Générale, wir haben die Deutsche Bank, wir haben die Commerzbank. Gehen wir vielleicht auf eine ING, wenn du da nichts gegen hast. Guck mal, ganz kurz, Christian. Eine ING, bitteschön. Das Problem, was wir jetzt bei der Silicon Valley Bank gesehen haben, was wir dann auch leider zeitweise bei der Traditionsbank, bei der früheren Schweizer Kreditanstalt der Credit Suisse gesehen haben, da sind ja förmlich die Leute haben ihre Einlagen abgezogen. Das waren ja förmlich Bankruns, die nicht wie früher paradehaft so gesehen wurden, dass die Leute mit der Schlange, also in der Schlange standen am Paradeplatz in Zürich, sondern heute digital über Smartphone direkt mal das Geld rausgehoben. Eine Credit Suisse hatte 10 Milliarden pro Tag, also 10 Milliarden sind pro Tag rausgeflossen. Das haben wir bei der Silicon Valley Bank anders auch gesehen. Das sind aber keine Probleme, die ich bei einer ING, bei einer Deutschen, bei einer Commerzbank, bei einer Société gesehen habe. Und deswegen muss man da auch, darf man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Man muss die Spreu vom Weizen auch auf jeden Fall trennen. Genau, das hat der Salle auch auf der Invest, auch glaube ich in dem einen oder anderen Interview, glaube ich auch darauf hingewiesen, weil die Bilanzen, ne, da muss man sich wirklich die Mühe machen, jede Bilanz der einzelnen Banken daraufhin abklopfen, wo sind da die Risiken, wo sind da im wahrsten Sinne die Leichen im Keller. Ist bei ING aus der Niederlande vielleicht nicht so, hier auch wunderbar. Hier seht ihr dieses Abwärtsgap von Februar des vergangenen Jahres und hier so in diesem Bereich von 10,60, 10,81. Diese Kurslücke, ja, wurde hier geschlossen und gilt seitdem als Unterstützung und das haben wir jetzt zuletzt auch. Und und hier sehen wir auch wieder einen Wert, da liegen wir noch knapp unterm 200-Tage-Durchschnitt. Der 200-Tage-Durchschnitt ist jetzt vielleicht für diejenigen, die auf 5-Minuten-Basis handeln, vielleicht nicht unbedingt das Maß aller Dinge, aber trotzdem sollte man sich immer das übergeordnete Fenster anschauen. Und das ist natürlich, da ist der 200-Tage-Durchschnitt für uns natürlich sehr wichtig. Abschließend, jetzt haben wir also auch noch einen Blick in die Niederlande geworfen, ING Bank, also eigentlich im Grunde einer meiner Lieblingsbanken in Europa. Finde ich auch. Kommen wir jetzt aber zu einem Wert und da bin ich ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, wenn wir eine Bankenkrise kriegen, kommt diese aus Italien. Ja, dem italienischen Banksystem oder den Banken sagt man schon seit Jahren nicht allzu Gutes zu oder hinterher. Aber wenn wir uns das anschauen, gerade die UniCredit, die hat eigentlich zuletzt gut outperformed. Absolut, und haben sich auch gut gerettet. Also absolut, auf alle Fälle. Das ist sehr gut gesagt. Man hat auch nicht viel über in den Medien drüber gehört, aber eigentlich eine sehr gute Spitzenleistung, trotz dieser krassen Krise. Und auf alle Fälle ist das noch eine Aktie, die hat noch Potenzial. Sie ist ja hier, meine Damen und Herren, in den letzten Monaten ja förmlich explodiert. Ja, also wenn wir mir anschauen, hier noch im Jahr 2022, im Mai, da lagen wir im Tief bei 7,88 und im Hoch waren wir hier bei fast 20. Also, dass es da mal abwärts geht, ist klar. Aber auch hier sieht man sehr schön, der 200-Tage-Durchschnitt, der war trotz allem noch recht weit weg. Hier haben wir auch das 38,2% Retracement bei 15,34 verteidigt. Hier haben wir jetzt wieder eine Handelsspanne zurückerobert und hier hat der Wert auf alle Fälle noch Potenzial bis 18,77, 18,80. Also auch hier sieht man einen sehr schönen Wert. Ich würde fast sagen, neben der Commerzbank sind das die zwei, meine zwei Favoriten, aber auch die BNP, auch die Société Générale, gerade die Société Générale, da kann man natürlich jetzt gerade unter Chancen-Risiko-Verhältnis richtig schön traden.
Ja, also wir haben ja gesehen, bei 20 war die Unterstützung. Das heißt also, da geht er mal so 3-4% da drunter, da setzt er den Stop. Und wir haben ja gesehen, die Société Aktie, die hat ja dann so immer zwischen 24 und 26 im Mittel. Das waren immer die Hochs der Erholung. Also so im Bereich 24, 26, da würde ich mir mein Kursziel legen. Und wenn das erreicht wird, da mal vielleicht die Position ganz oder halt zur Hälfte schließen. Jetzt bin ich mal jemand, der sagt, Einzelbanken, wie finde ich da die richtige? Wie sieht denn mal so ein Eurostoxx-Bankensektor mal aus? Und vielleicht ist das, würde ich mal jetzt als effizienter sagen, warum dann die Einzelwerte nehmen? Vielleicht handle ich dann einfach mal den Sektorindex im Eurostoxx und oder den FTSE 350 Banks jetzt für England. Aber lass uns mal auf den Eurostoxx Banken mal schauen. Ja, dann können ja. wir auch über die Suchfunktion mal kurz suchen. Ja, den hatte ich. Hier ist er. Hier, da ist er. Ah, genau. Ja, also manchmal sieht man natürlich vor lauter Bäumen das nicht. Hier gehe ich mal, sagen wir mal, auf eine Stunde. Ja, dass man das jetzt hier nochmal sehr schön sieht. Also das ist ein relativ wohl auch neu aufgelegtes. Du hast den Future für Juni 23. Deswegen glaube ich, wenn wir nochmal in die Suchfunktion gehen, dann haben wir auch den Kassawert. Ja. Dann können wir auch. Wie heißt der jetzt nochmal? Genau, Euro. Eurostoxx Bank, genau, Index, ich würde den hier mal genau nehmen. Ah doch, tatsächlich ist es der Future, okay. Ja, gut. Aber auch hier sieht man natürlich dann sehr schön, dass man natürlich dann, und das ist ja das, glaube ich, was er sagen wollte, nicht immer hat man so einfach die Zeit oder auch teilweise die Möglichkeiten, die Einzelaktien rauszufinden. Da bietet es sich natürlich an, auch solche Subindizes sich anzuschauen. Jetzt aus der großen Stoxx 600 Familie wäre das der Stoxx 600 Banks, ja, Keltzer Pries, oder hier der Eurostoxx Banken. Und hier sieht man natürlich auch sehr schön, wie jetzt hier die Erholung sehr schön auch grafisch zu sehen ist. Ja, sehr gut. Das wäre es eigentlich fürs Erste, Christian, würde ich mal sagen. Schauen wir noch mal kurz. Die US-Amerikaner haben ja schon die Uhrzeit umgestellt. Ne? Bei ja. denen ist ja schon seit einer Stunde der Markt offen. Vor, ja, also nichts mit vorbürstlich. Hier ist schon live die Wall Street offen. Klare Stärke hier nochmal. Fast ein Prozentpunkt im Plus. Der DAX bleibt hier weiter mutig. 15.200 Punkte Marke haben wir jetzt im Visier. Die Bumidi-Bänder, die obere Bumidi-Bandbreite wurde auch heute schon leicht durchbrochen. Das zeigt für die Bullenstärke, oder spricht für die Bullenstärke. Ja, vorerst erstmal gute Zeichen von den Aktienmärkten, und ob jetzt alles vorbei ist, ob diese Bankenkrise jetzt mit dem Statement sozusagen aus der Schweiz geklärt ist, hoffen wir es mal. Morgen schauen wir uns die FED dann in Ruhe an. Die steht natürlich jetzt hier auch in so einer Art, ja, Sackgasse, wie geht es weiter? Sollte man jetzt doch langsamer das Zinstempo mal ein bisschen runterfahren? Das werden wir morgen sehen, wie da die FED reagiert, wie die Märkte insbesondere dann reagieren. Deswegen auch immer wieder auf den Volatilitätsindex schauen. Den kann man jetzt auch bei IG handeln. Da auch, man musste nicht zwangsläufig handeln, aber man hat den dann im Blick, kann durchaus auch nochmal schauen, wie man sich damit absichern kann, zum Beispiel. Aktuell, wie ihr seht, immer wieder Spitzen bei 28 gehabt, jetzt auf Stundenbasis, und gehen jetzt hier wieder runter. Naja, es ist ja im Grunde eigentlich so, das ist ja auch ein Ansatz, den ich heute auch immer gerne mache, was so aus dem Bereich Intermarket kommt. Wir haben ja nun mal eine sehr hohe Korrelation in Inverse zwischen der Volatilität und den Aktienmärkten. So, wenn die Volatilität steigt, fallen die Aktienmärkte, und umgekehrt. So, jetzt natürlich hier auch logischerweise, wenn die Aktienmärkte ein Kaufsignal generieren würden, müsste dann infolge der Korrelation der Volatilitätsindex auch ein entsprechendes Verkaufssignal generieren. So, was sehen wir? Wir sehen aber noch beim WIX ein intaktes Kaufsignal, hier am Beispiel des MACD. Das heißt also für mich jetzt, ich sehe das jetzt zwar auch ein bisschen positiver, aber solange jetzt hier die Volatilität noch nicht so richtig unter Druck kommt, wir sehen ja, wir sind gerade jetzt hier bei einem Wert von 23,6. Immer noch hoch. Das ist, man sagt immer so, bis 22 sind es ruhige Märkte, und ab 23 wird es unruhig, und ab 30 herrscht Panik. Ohne Wohler keine Cola. Als Daytrader würde ich sagen, in diesem Sinne,
ist die Cola auf jeden Fall noch verdienbar bei dieser hohen Volatilität. Das kann ich bestätigen. Ja, das war's fürs Erste. Wir schauen morgen auf die Fed. Wir sind Donnerstag dann wieder live für euch da. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, vielleicht könnt ihr auch mal unter den Kommentaren schreiben, wie ihr das jetzt seht. Ist die Bankenkrise so damit vorbei? Wird die Fed vielleicht die Zinsen vielleicht nicht so stark anziehen? Kommt jetzt nochmal bullisches Momentum in Richtung Sommer? Was denkt ihr? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Würden uns freuen und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Danke dir, Christian, mein Lieber. Und bis dann. Auf Wiedersehen.